sind die Ärzte der Zukunft. Und wenn möglich, sind sie das in der Region Coburg. Der 9. Jahrgang der Medical School Regiomed beginnt mit der Ausbildung. Im Kaisersaal von Kloster Banz erfolgte traditionell die Begrüßung der neuen Studierenden. Nach 3 Jahren theoretischer Ausbildung an der Universität Split kommen die Studierenden in die Region Coburg zum praktischen Teil des Medizinstudiums. Vorfreude und Dankbarkeit, dass man an der Medical School auch ohne 1er-Abi Arzt oder Ärztin werden kann. Das heißt ja nicht, dass wir schlechte Ärzte sind, nur weil wir kein 1,0er-Abi haben, weil es geht um die Menschen selber, um die Persönlichkeit. Also finde ich sehr gut. Ja, also ich habe ein Abi von 1,8, aber aus Brandenburg, das heißt hier in Bayern ist das nochmal weniger wert. Das ist natürlich für mich eine tolle Option und für viele andere auch. Also wenn ich sehr klein war, möchte ich immer also die Leute helfen und so. Und ein Ärztin sein war mein großes Traum. Und ich freue mich einfach auch mal was anderes kennenzulernen. Und ja, man nimmt ja die Herausforderung an, weil man es möchte. Und darauf freue ich mich einfach total. Professor Johannes Brachmann ist so etwas wie der Vater der Medical School Regiomed. Vor über 10 Jahren entstand die Idee. Ziel war und ist es, dem Ärztemangel in der Region Coburg etwas entgegenzusetzen. Die ersten Ergebnisse sind positiv. Ja, es hat sich gezeigt, dass ja jetzt schon 2 Jahrgänge ihr Studium als abgeschlossen haben und die Mehrzahl der Absolventinnen und Absolventen haben ihre Tätigkeit bei uns in der Region aufgenommen als Ärztinnen und Ärzte. Und also das, was wir uns erhofft haben, dass es eben auch der Kontakt direkt ermöglicht, sich hier nicht nur als Berufstätiger zu führen, sondern wirklich auch mit der Region verbunden sein. Das hat bisher sehr, sehr gut funktioniert. Doch jetzt geht es erst einmal an die kroatische Adria. Neben Sommersonne Strand heißt es da vor allem lernen, lernen, lernen. Der Unterricht findet in Blockeinheiten statt, samt jeweils angeschlossenen Prüfungen. Das Programm fordert dem angehenden Arztpersonal alles ab. Die Erwartungen sind hoch. Weil unsere Unternehmen auf beste Standortbedingungen angewiesen sind und dazu gehört auch einfach die ärztliche Versorgung. Und genau deshalb unterstützen wir schon seit vielen, vielen Jahren die Medical School in jeglicher Form. Egal in welchem Fachbereich wir schauen, brauchen wir Mediziner. Sind es die Kinderärzte, sind es die Neurologen, sind es egal wo. Und egal ob im Klinikum oder außerhalb, jeder junge Arzt, jeder junge Mensch, der uns hier unterstützt, tut dieser Region enorm gut. Na, dieser Sonderstatus dieser Einrichtung, nämlich Menschen, die interessiert sind an der medizinischen Ausbildung, die am Numerus Clausus vorbei zu ihren Zielen zu bringen, und dadurch eine Ebene zu schaffen, die es weit und breit in dieser Form nicht gibt. Also es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und aufgrund unserer Thematik natürlich auch, dass wir Medizinerinnen und Mediziner dringend brauchen, ist, glaube ich, jeder Schritt, der für eine Ausbildung sich stark macht und in dem Fall unsere Institution hier ist was Besonderes und da sind wir nicht nur stolz drauf, sondern ich bin auch wahnsinnig dankbar vor allem. Möglich ist das Angebot nur dank dieser und anderer vieler Partner, Förderer und Sponsoren aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Mit ihrer Hilfe kann die Medical School den Ärztemangel der Zukunft lindern und jungen Menschen den Traum vom Arztberuf erfüllen. Ja, also ich komme ja auch aus Nürnberg, ist ja auch in der Nähe von Coburg. Ich möchte schon hier bleiben und dann Chirurgin am liebsten sein. Und es ist auf jeden Fall eine super nette Region. Deshalb, ja, ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich sie näher kennenlerne, dass ich vielleicht sage, oh, super schön, hier bleibe ich auch ein bisschen länger. Ich bin natürlich gespannt, weil das Studium in Split ja beginnt, die ersten 3 Jahre. Und das ist natürlich eine tolle Stadt am Mittelmeer. Da freut man sich schon, ja. Also dann, gutes Gelingen in Split und auf Wiedersehen in Coburg.